Ja, an dieser Stelle, nämlich vor dem Gesundheitsministerium, fanden sich am 23.12. knapp 1000 Personen ein, die ihrem Unmut mit den aktuellen Zuständen Ausdruck verleihen wollten. Es findet sich, wie Sie unschwer erkennen können, hier die verschiedensten Gesundheitsberufe wieder. Herzlich willkommen, Krankenschwester, Pfleger, Pflegefachassistent, Intensivschwestern, Ärzte, Therapeuten, Masseure. Wir arbeiten zusammen, wir ziehen alle an einem Strang und dann können wir etwas verändern. Denn eine Regierung, die zu solchen Mitteln greifen muss, das Militär gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, ist am Ende der Fahnenstange ihrer Handlungsmöglichkeiten angelangt und sie wird untergehen! Ungeimpfte wegsperren, ihnen die Freiheit zu rauben, ist ein Menschenverbrechen. Wir kommen uns heute persönlich bedanken, dass Sie, Herr Mückstein und Ihr Kanzler Nehammer, uns erlauben, an Weihnachten auch als Ungeimpfter unsere Familien und Liebsten zu sehen. Dankeschön. 2 Jahre leben wir nun in einem Land und einer Zeit, in dem vieles nicht mehr ist, wie es war. Die Menschen haben sich von Anfang an knechten lassen und die Frage nach dem großen Warum blieb für viele aus. Dann startete der Testwahn an Groß und Klein und wieder ließen die Österreicher und Österreicherinnen alles gehorsam über sich ergehen. Für die Arbeit, für die Schule, fürs Kino, für den Märchenpark, mittlerweile für einen OP-Besuch. Was ist mit diesem Land geschehen? Wegen Ihnen, Herr Mückstein, haben wir unsere Alten und Kinder vereinsamen lassen, weil unsere Angestellten, nämlich die Regierung, denn nichts anderes sind sie, sagten, damit schützen wir unsere Mitmenschen. Ich kann Ihnen noch etwas zu Gesichtsfiltertüten sagen, Herr Mückstein. Pausenlos, stundenlang die Wärme aus- und einatmen, den eigenen Atem einfach nur mehr zirkulieren lassen, das kann ja nicht gesund sein. Und eines Tages wird es auch hierfür einen Prozess geben. Einen Prozess wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, Körperverletzung, schwerer Eingriff in die Privatsphäre, psychische und physische Gewalt durch den Staat, gefährliche Drohung. Doch die Zeit und diese Regierung bringt noch mehr Scheiß in dieses Land mit der Impfpflicht. Einen Eingriff in unser körperliches und geistiges Wohl. Eine Entscheidung, die so höchstpersönlich ist, dass es geschützt durch den Nürnberger Kodex ein Verbrechen an jedem einzelnen Menschen ist. Von Beugehaft war die Rede. Caroline Edtstadler, die Österreichs Grenzen nicht einmal kennt, möchte uns sogar die Berechtigung absprechen, in diesem Land zu leben. Unsere Kinder dürfen kein Recht auf Bildung mehr erfahren, wenn sie sich dem Impf- und Testzwang nicht unterziehen. Der Stichtag ist der 1.2.2022. Dann wird man als Österreicher gejagt. Jeder Einzelne von uns, nicht nur die Ungeimpften, nein, auch die nicht Geboosterten, die einfach oder zweifach Geimpften. Wir sitzen alle im selben Boot. Herr Mückstein, Sie haben öffentlich im Propaganda-Fernsehen gesagt, dass wir Omikron trotz Impfung nicht stoppen werden und Sie noch nicht wissen, ob die derzeitigen Impfungen überhaupt standhalten könnten. Sie könnten es uns nicht versprechen. Ja, sind Sie irre? Warum soll ich mich dann impfen lassen? Warum sollten wir uns mit einem Impfstoff impfen lassen, wo wir an der Front die Impfdurchbrüche behandeln? Jene Menschen, die dreifach und oft vierfach geimpft sind und schwerer erkranken oder einen schwereren Verlauf haben als die Ungeimpften. Sie lassen uns wie Verbrecher vor Weihnachten von außen in die Schaufenster schauen, während wir nicht hinein dürfen, um für unsere Kinder Weihnachtsgeschenke zu kaufen, aber arbeiten gehen und Steuergeld in die Kassen fluten, das dürfen wir! Ja. Unsere Freiheit ist kein Geschenk der Politik, sie gehört uns von Geburt an! Thank you.
Wir sind hier, wir sind da, weil man uns die Freiheit raubt. Ja, die ist ja super. Ich möchte heute zu Weihnachten ein Friedenszeichen setzen und ein Zeichen der Anteilnahme für alle Impopper auf dieser Welt.